Herzlich willkommen bei Smokewolkes Bastelecke. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, meinen Worten und den bewegten Bildern zu folgen. Heute dreht es sich um die X-Ros Pro. Was kann ich darüber sagen? Ja, werdet ihr gleich im Video feststellen. Und wir packen mal aus. Ich zeige euch die Daten. Mit Messen ist nicht viel bei dem Pod-System. Da fummel ich mir nass da eine Backe, um da meine Prüfklemmen draufzusetzen. Also kann ich nur das sagen, was ich machen kann und was ich rausgefunden habe, was gut oder was schlecht ist. Und dann würde ich sagen, Mats, ab auf die Kamera da oben. So, wir kommen zu den Abmessungen. 24,4 × 18,45 × 115,2 mm. Pottkapazität 2 Milliliter, 0,6 Ohm ist der Meshpot. Dann Batteriekapazität 1200 mA. Ladebuchse Typ C mit 2 Ampere, gemessen habe ich 1,8 Ampere. In der Verpackung ist einmal der Pod selber, einmal 0,6 Ohm Meshpod vorinstalliert. 1,0 Ohm liegt in der Box. Das obligatorische Ladekabel und User Manuel, Garantiekarte etc. So habe ich sie geliefert bekommen und ich habe auch schon eine Menge gedampft, da ich einige Tanks hier habe, einige Pots von ihr hier und somit konnte ich mir ein Urteil über den Geschmack bilden. So. Wenn man das Ladekabel einsteckt, sieht man, dass die LED unten blinkt. Ganz exquisit ist bei diesem kleinen eine Anzeige fast einer großen. So, der Akku ist voll, zeigt er mir jetzt an, weil er nicht mehr blinkt. So, jetzt ziehe ich das Ladekabel ab. So, jetzt zeigt er mir an. 220 Puffs habe ich gezogen. Der Akku ist voll. Je leerer er wird, wird das auch hier in Prozente angezeigt. Dann ist hier eine Poweranzeige. 1, 2, 3. Eco-Mode normal. Also man kann mit weniger Leistung, man kann es ausschalten durch dreimal. So, ich dampfe aber nur auf Vollpower, weil der Geschmack ist nicht so besonders bei Eco oder Normalmod. Das hatte ich aber schon auch bei ihr bemängelt. Ups, Entschuldigung. Das habe ich aber auch schon bei ihr bemängelt. Nachdem ich jetzt schon seit 3 Tagen das kleine dampfe, ist der Geschmack der Coils schon ein bisschen besser geworden. Hier bei ihm habt ihr die Möglichkeit, so fahre ich wieder näher dran, Entschuldigung, die Airflow einzustellen. Ihr seht das anhand der Löcher.
Hier kann man, weil der Pott hat zwei Möglichkeiten. Entweder Zugschalter oder Power-Taste. Und die Power-Taste kann man hier blockieren. An. Ja, zeigt da, dass es gesperrt ist. Und zeigt auch an, dass man den Schalter umlegen muss. Das finde ich ein gutes Gimmick. Ein kleines Pottsystem mit einem Monitor, quasi einer großen. Kommen wir zum Zugverhalten. So, ich habe jetzt offen. Ist RDL. Man kann aber auch Backe dampfen. Jetzt mache ich das zu, ganz zu. Dann kommt das dem Zugwiderstand einer normalen Zigarette gleich. Ich meine, das ist jetzt Geschmackssache. Was man zu dem Geschmack sagt. Ich dampfe jetzt 15 Jahre und ich weiß, Vaporesso kann es besser. Also für mich ist der Geschmack dieser Mesh-Colts ähnlich der normalen Colts. Denn normalerweise sind Mesh-Colts wesentlich geschmacksintensiver. Von daher, ich will den Pott nicht schlecht reden. Aber es ist so. Ich dampfe sehr fruchtige Liquids und lege Wert auf richtig derben Geschmack. Und das bieten diese Pots, obwohl sie Mesh haben, nicht. Sorry Vaporesso, aber es ist so. Das ist meine Meinung. Ihr könnt eine andere haben, ich weiß es nicht. Müsst ihr selber herausfinden. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir mal, was Vaporesso sagt. So, Vaporesso sagt, die X-Ross-Bots sind kompatibel mit anderen Pots aus der Serie, wie es dort geschrieben steht. Ihr seht die Farbkombination auf der rechten Seite, in welchen Farben man die X-Ross Pro bekommt. Oben steht 1200 mA, 35 Minuten ist sie aufgeladen. Das geht sehr fix, das kann ich bestätigen. Naja, mit dem Geschmack lässt sich streiten. Ansonsten Dimension etc. pp. Habe ich schon gesagt. Die Füllung des Pottsystems. Kappe ab. Flasche drauf, füllen, weg, Kappe drauf. Das war's. Was soll ich sagen zu einem Pottsystem? Da gibt nicht viel zu sagen. Schön ist das Menü, prima ist, das finde ich sehr gut, an einem Pottsystem, indem man einmal den Feuertaster hat. Oder man hat den Zugschalter. Denn bei manch anderen Pott, wenn der Zugschalter kaputt geht, kann man den Pott wegschmeißen. Hier hat man noch den Taster über. Schön ist die Menüführung. Die Menüführung einer großen, fast einer großen, zumindest die Anzeige. Und dass man den Knopf sperren kann, den Feuerknopf. Die Airflow ist einstellbar.
Einzige Nachteil Mango, dass der Kohl besser sein könnte vom Geschmack. Wie zuvor ich schon bei Ibchen gesagt habe, hier bei einem Liquid mit Tabakgeschmack mag es anders aussehen. Ich dampfe kein Tabak. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sag Tschüss, bye bye, winke, winke, bis neulich und weg. Bis dann, bye.